Willkommen auf MyGIM Tutorial Channel. Mein Name ist Michael. Zu einem weiteren Tutorial aus der Krita 2.9 Serie. Hier möchte ich einen sogenannten Comic-Effekt erzeugen. Den Link zu der Vorlage findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. So, als allererstes werden wir diese Ebene hier dreimal duplizieren. Eins, zwei, drei. Und nun gehen wir hin, gehen auf Filter, Kantenerkennung, Sobel. Und hier bestätigen wir einfach mit OK. Wenn der Filter berechnet ist, gehen wir zurück nochmal auf Filter, gehen auf Anpassen und nehmen hier Stufen. Und hier werden wir auf der rechten Seite den Schieber nehmen und ziehen ihn hier bis zum Anfang dieses Bogens hier zurück und bestätigen mit OK. Nun rufen wir über Filter Gimmick auf, gehen hier auf Layers, also auf Ebenen, Blend Standard, also ja, Blend Standard, Überblenden Standard, aktiv und unten. Und hier nehmen wir Faser extrahieren, also Grain Extract. Und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir hin, rechte Maustaste auf die obere Ebene zusammenführen bzw. in untere Ebene einfügen. Nun rufen wir nochmal Filter Gimmick auf, gehen erneut auf Layers, gehen hier auf Blend Standard, aktiv hier, aktiv und unten und gehen hier auf Wert, also auf Value. Hier haben wir das, ja? Und bestätigen mit OK. So. Im nächsten Schritt gehen wir hin, müssen nochmal Filter Gimmick erneut aufrufen, gehen hier auf Repair, suchen uns hier anisotropisches Filtern und bestätigen mit OK. Rechte Maustaste in untere Ebene einfügen. Nun rufen wir Filter Gimmick erneut auf. Gehen auf Artistik und suchen uns hier Poster Edges oder Poster Edges und bestätigen mit OK. So, wenn dieser Filter berechnet ist, duplizieren wir die untere Ebene noch einmal, markieren die obere Ebene, gehen wieder auf Filter. Müssen wir mal schauen, warum ist das gesperrt hier? Ist da irgendwo drauf gekommen? Naja. Filter, Gimmick, rufen erneut Ebenen auf, also Layers, überblenden Standard, aktiv und unten. Und hier nehmen wir nochmal den Überblendmodus Wert, Value. Und bestätigen mit OK. So, wenn wir jetzt wollen, können wir noch im letzten Schritt. Ich werde das mal ein bisschen hier verkleinern, besser ins Fenster einpassen. Wenn wir jetzt, oder machen wir noch ein bisschen größer hier, sagen wir mal auf 100%. Wenn wir jetzt hingehen und schauen uns das mal an, können wir, wenn wir wollen, hier noch mit Filter verbessern, Scharfzeichnen arbeiten. Und das ist aber Geschmackssache, wie es jedem am besten gefällt. Original Foto. Vorlage, Comic-Effekt. Herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat Freude gemacht. Das Tutorial war kurz, aber ich denke sehr effektvoll und effektiv auch. Und wenn es euch Freude gemacht hat, baut es nach, macht es schöner, macht es besser, verändert die Werte. Ja, und vielleicht möchtet ihr mir einen Kommentar schreiben oder vielleicht auch einen Daumen hoch geben. Und für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben, wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Es sind mittlerweile über 220 Tutorials geworden und das eine oder andere ist sicherlich für euch dabei. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.